Hallo, wir wollen gleich Gottesdienst feiern. Wenn Sie Ihr Gesangbuch zur Hand nehmen und die Lieder mitsingen möchten, können Sie schon mal die Lieder mit der Nummer 199 und 268 aufschlagen oder ein Bändchen reinlegen. Sie finden alle Texte, die wir hier im Gottesdienst beten, auch unten in der Videobeschreibung. Also wenn Sie den Psalm mitbeten möchten, oder den Lesungstext noch einmal nachlesen möchten, da unten werden Sie fündig. Ich werde im Verlauf des Gottesdienstes auch im Chat aktiv sein, also Sie können gerne mit mir schreiben und ich werde darauf antworten. Und wenn Sie den Gottesdienst zu einem anderen Zeitpunkt sehen sollten, schreiben Sie gerne unten einen Kommentar. Ich freue mich, Ihnen zu antworten. Gerne können Sie mich auch über E-Mail kontaktieren oder mich einfach anrufen. Ich würde mich sehr freuen. Gleich geht's los. Viel Spaß. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Mit dem Wochenspruch aus Hebräer 3, 15 begrüße ich Sie und euch alle herzlich zu diesem Gottesdienst am Sonntag 6. Gesime. Was ich nicht höre, das wurde nicht gesagt. Kinder können das hervorragend. Ohren zu, auf Durchzug gestellt. Aber auch uns fällt das Zuhören oft schwer. Wie viel schwerer noch, wenn es um Gottes Wort geht. Und dann trifft es wieder plötzlich, unvermittelt, mitten ins Herz. Das Wort Gottes und seine Wirkung stehen im Zentrum des Sonntags 6. Gesime. Manchmal ist es scharf, schmerzhaft und trennend, wie ein Schwert. Dann wieder scheint es nicht zu wirken, setzt sich aber fest und wächst im Stillen. Gott streut die Botschaft seiner Liebe großzügig aus. Und diese Botschaft geht uns alle an. Darum wird es später in der Predigt gehen. Als erstes Lied hören wir Nun danket alle Gott mit einem neueren Text von Gerhard Schöne. Mit Herzen.
feiern diesen Gottesdienst, wo immer wir auch gerade sind, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe kommt vom Herrn, der den Himmel und die Erde geschaffen hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der niemals preisgibt das Werk seiner Hände. Lasst uns gemeinsam beten mit Worten des 119. Psalms. Herr, dein Wort bleibt ewiglich, soweit der Himmel reicht. Deine Wahrheit währet für und für. Du hast die Erde fest gegründet und sie bleibt stehen. Nach deinen Ordnungen bestehen sie bis heute, denn es muss dir alles dienen. Wenn dein Gesetz nicht mein Trost gewesen wäre, so wäre ich vergangen in meinem Elend. Dein Wort ist meinem Munde süßer als Honig. Dein Wort macht mich klug, darum hasse ich alle falschen Wege. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Erhalte mich nach deinem Wort, dass ich lebe, und lass mich nicht zuschanden werden in meiner Hoffnung. Amen. Ewiger Gott, wir sehnen uns nach der Oase deines Wortes. Zeige uns den Weg durch unsere Wüstenzeit zurück zu dir. Segne und wecke uns. Mach uns wachsam, geduldig und verständig. Lehre uns die Sprache, in der wir dich verstehen, und lehre uns immer wieder die Sprache, in der wir von dir erzählen. Hol uns heim zur Oase deines Wortes, dass wir dich preisen in Ewigkeit. Amen. Wir hören die Schriftlesung aus dem Lukasevangelium aus dem 8. Kapitel, die Verse 4 bis 15. Wir hören das Evangelium bei Lukas im 8. Kapitel. Als eine große Menge beieinander war und sie aus jeder Stadt zu Jesus eilten, sprach er durch ein Gleichnis. Es ging ein Sämann aus, zu säen seinen Samen. Und indem er säte, fiel einiges an den Weg und wurde zertreten. Und die Vögel unter dem Himmel fraßen's auf. Und anderes fiel auf den Fels. Und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und anderes fiel mitten unter die Dornen. Und die Dornen gingen mit auf und erstickten's. Und anderes fiel auf das gute Land. Und es ging auf und trug hundertfach Frucht. Da er das sagte, rief er: Wer Ohren hat zu hören, der höre. Er aber sprach: Euch ist's gegeben, zu wissen die Geheimnisse des Reiches Gottes. Den anderen aber ist es gegeben in Gleichnissen, dass sie es sehen und doch nicht sehen, und hören und nicht verstehen. Das ist aber das Gleichnis. Der Same ist das Wort Gottes. Die aber an dem Weg, das sind die, die es hören. Danach kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihrem Herzen, damit sie nicht glauben und selig werden. Die aber auf dem Feld sind, die, wenn sie es hören, nehmen sie das Wort mit Freuden an. Sie haben aber keine Wurzel. Eine Zeit lang glauben sie, und zu der Zeit der Anfechtung fallen sie ab. Was aber unter den Dornen fiel, sind die, die es hören, und gehen hin und ersticken unter den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden des Lebens, und bringen keine Frucht zur Reife. Das aber auf dem guten Land sind die, die das Wort hören und behalten, in einem feinen, guten Herzen, und bringen Frucht in Geduld. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Halleluja. Wir hören nun das Lied Gott hat das erste Wort. Wenn Sie mitsingen oder den Text mitlesen möchten, können Sie das Gesangbuch bei der Nummer 199 aufschlagen. Wir hören die Strophen 1 bis 5. Musik.
Liebe Gemeinde, es war vor ungefähr 2000 Jahren, als eine hochansteckende Begebenheit ihren Anfang nahm. Doch sie machte die Leute nicht krank, sondern gesund. Es begann nicht mit Fledermäusen, sondern mit einem Stern, wenngleich unter höchst bescheidenen Umständen. Es war eine Pandemie im wortwörtlichen Sinne, denn wörtlich übersetzt bedeutet das Wort Pandemie so viel wie das ganze Volk betreffend. Eine Pandemie also der anderen Art. Keine ansteckende Krankheit, sondern ansteckende Gesundheit. Eine hochinfektiöse Gesundung. Und auch diese Pandemie barg, wie wir das heute auch kennen, enorme politische Sprengkraft in sich. Damals wie heute war die Pandemie Auslöser dafür, dass sich Leute offen gegen die Regierung stellten und auf die eine oder andere Weise rebellierten, bis schließlich der Punkt erreicht war, an dem die Jesus-Pandemie zu einer Endemie wurde, also im Volk heimisch. Und damals wie heute gab es unterschiedliche Art und Weisen, wie man mit dieser Pandemie umgehen wollte. Und Jesus erzählt selbst, wie sie sich ausgebreitet hat. Es gibt einige, die werden von diesem Virus angesteckt. Denen wird es aber schnell wieder vom Teufel weggenommen. Die Saat wird zertreten oder von den Vögeln gefressen. Da muss ich insbesondere an diejenigen denken, die dieser Tage die Pandemie und die Maßnahmen leugnen, die das Sterben der Menschen billigend in Kauf nehmen und denen mit offensichtlichen Fakten und vernünftigen Argumenten nicht beizukommen ist. Es ist nicht zu spüren, dass diese Menschen von Jesus angesteckt wurden. Doch der Bibeltext gibt ja auch die Perspektive auf diese Menschen, dass es eben nicht ihre Schuld ist. Der Segen wurde ihnen weggenommen. Sie können nichts dafür, dass sie so sind. Dann gibt es die ohne Wurzel, denen die dauerhafte Zuversicht, die dauerhafte Gesundung und der lange Atem fehlt. Ich fürchte, ich könnte in gewisser Weise zu diesen Menschen gehören. Ich gehöre zu denen, die inzwischen einfach müde sind, denen das Ganze einfach bis hier oben steht, die angesichts dessen, was sie bedrückt, nicht mehr so viel Freude gegenhalten können, die sich durch die Pandemie oder anderes schnell den Wind aus den Segeln nehmen lassen und mit Gegenwind zu kämpfen haben. Ich würde bei mir nun nicht so weit gehen und sagen, dass ich meinen Glauben verloren habe oder drohe, ihn zu verlieren, aber ich merke deutlich, wie an meinem Fundament gerüttelt und gezerrt wird, so wie selten zuvor. Und dann gibt es die, die das Wort hören, aber das bei ihnen nicht weit kommt. Und da denke ich wieder an diese VerschwörungsideologInnen, die derzeit so rumlaufen. Von Verschwörungstheorien im eigentlichen Wortsinne sind die ziemlich weit entfernt, denn eine ordentliche Theorie ist es immer dann, wenn man sie auch widerlegen kann. Ich erwähne diese Leute hier zweimal, weil es in diesen Kreisen auch immer wieder Menschen gibt, die das, was sie tun, als christlichen Auftrag wähnen, die geifernd gegen jede Vernunft sind, in Diskussionen schnell ausfallend werden und bei denen ich beim besten Willen nicht erkennen kann, wie sich ihr Verhalten mit einer wie auch immer gearteten Christlichkeit verträgt. Wie kann man Menschen sehenden Auges einem Zustand aussetzen, der ihre Gesundheit und unter Umständen ihr Leben leichtfertig aufs Spiel setzt? Wie kann man sich derart provokativ über Kontaktbeschränkungen hinwegsetzen und sich dabei aktiv dafür entscheiden, Menschen sterben zu lassen? Und wie kann man das tun, ohne dabei rot zu werden und sich dabei auf die Bibel berufen? Wie kann man aktiv dafür sein, dass der Leib Christi krank wird? Dinge, die mich beschäftigen und mich auch immer wieder in Wallung bringen. Jedoch gibt es auch die Superspreader, wo das Wort Gottes auf fruchtbaren Boden fällt und wo das Wort sich in mannigfacher Weise vervielfacht. Und solche Superspreader
bringen in dieser Hinsicht keine Krankheitserreger unter das Volk, sondern die frohe Botschaft. Gott sagt dir, du bist mein geliebtes Kind. Ich hab dich lieb. Und das ist eine Botschaft, die sich lohnt zu verbreiten. Dahin ist es freilich ein weiter Weg. Der Predigttext benennt auch die notwendige Geduld. Man muss quasi dem Gras beim Wachsen zugucken, bis die Früchte da sind. Aber dann und nur dann kann die Frucht des Evangeliums weiter gedeihen und andere Menschen können in den Genuss davon kommen. Und Jesus ist dabei der Sämann, der die Samen in die Welt trägt. Er säte damals, er tut es noch heute. Er animiert auch heute noch die Menschen, von ihm zu erzählen und seine Früchte zu pflanzen. Jesus ist auch heute noch der größte Superspreader unseres Heils. Amen. Lasst uns gemeinsam beten und Fürbitte halten. Gütiger und barmherziger Gott, wir bringen die vor dich, deren Saat auf den Weg gefallen ist und die vom Weg abgefallen sind. Wir bitten dich, lass du sie nicht los. Schenke ihnen Liebe von deiner Liebe. Lass sie dein Wort erfahren und erleben. Gott, wir bringen die vor dich, deren Wurzeln schwach sind, die angesichts der Pandemie und Sorgen und Ängste kein rechtes Vertrauen zu dir fassen können. Stärke du unsere Wurzeln. Stärke die müden Hände und mach fest die wankenden Knie. Barmherzige Mutter, wir bringen die vor dich, die angesichts ihrer Ängste
nach zu leichten Lösungen suchen und dabei das Wesentliche aus dem Blick verlieren. Schenke ihnen Geduld von deiner Geduld, Weisheit von deiner Weisheit, Liebe von deiner Liebe. Und wir bringen alle vor dich, die gute Frucht tragen, deren Samen aufgeht. Stärke du sie, wir brauchen sie dringend. Und wir bitten dich für uns, lass du auch uns zu Superspreadern deiner Botschaft werden. Und alles, was wir dir sonst noch zu sagen haben, legen wir gemeinsam in das Gebet, das unser Herr Jesus Christus uns zu beten gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Heute werden wieder zwei Kollekten eingesammelt. Die erste Kollekte ist für die Flüchtlingsberatung der Diakonie Wuppertal. Die zweite Kollekte ist für die Bahnhofsmission bestimmt. Ein junger Rollstuhlfahrer möchte mit der Bahn seine Freundin besuchen. Eine Familie ist mit Sack und Pack am Bahnhof gestrandet und weiß nicht mehr weiter. Eine ältere Frau ist mit dem Rollator unterwegs, fühlt sich unsicher zwischen den vielen Menschen am Bahnsteig. Einem blinden Berufspendler fehlt die Orientierung, weil nach einem Sturm kein Zug mehr fährt. In diesen und vielen anderen Situationen helfen die Mitarbeitenden der Bahnhofsmissionen durch Informationen, Begleitung in Nahverkehrszügen, Beratung und praktische Hilfen. Um diese Arbeit aufrechterhalten zu können, benötigen die Bahnhofsmissionen finanzielle Unterstützung für die Fortbildung von Ehrenamtlichen und die Weiterbildung der Hauptamtlichen oder für Ausstattungsgegenstände sowie Wickeltische, Erste-Hilfe-Koffer und vieles mehr. Beide Sammlungen sind der Liebe der Gemeinde anbefohlen. Die Links hierzu finden Sie in den Videobeschreibungen. Nun hören wir das Lied May the Lord Send Angels. Thank you.
bist, was auch immer du gerade tust, lass dich tragen vom Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.